Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Dark Souls, mit Sunset Overdrive und ja, diesmal auch mit vernünftigem Ton und so. Letztes Mal war es so ein kleiner Fail, weil ich jetzt weiß, warum das passiert ist. Ich habe aus Versehen meine Ausgabe von dem was passiert da? Meine Ausgabe von dem Mikro... Nein, nicht von dem Mikrofon. Von der Audioausgabe von der Xbox habe ich leider auf 7.1 gestellt. Und das hat er nicht vernünftig mit aufgenommen und deswegen ist jetzt der Ton weg. Sprich, der Sprechton. Er dürfte jetzt wieder da sein. Teste ich jetzt mal und mal gucken, ob er wieder da ist. Diese Kampagne läuft ziemlich glatt. Moment. Ich mach mal den Lautsprecher bei mir, dann höre ich das. Ups. Was zum Geier ist das? Ja. Diese Boote sind Schrott. Ich folge bloß dem Plan, den Meister Brillcream entworfen hat. Bei mir wirst du sicher sein, Matrose. Ach, Scheiße. Wendy? Ich versuch's mit einer neuen Rolle. Baden hat nicht so gut gepasst. Auf eurer Reise habt ihr drei Aufgaben. Beschützt das Flaggschiff. Sucht die feurigen Elixiere. Schmeißt die Elixiere zum Heilen des Schiffs ins Loch. Okay, easy. Treibgut. Entkommen mit dem Boot aus Sunset City. 30.000 Dollar, 10.000 Overcharge, Dings und ein Wischmopp-Bart. Wir müssen das Schiff kitten, bevor wir ins offene Meer hinaussegeln. Such uns etwas Müll von dort drüben. Okay, dann tue ich dies. Ich dachte, er hätte feuriges Elixier gesagt. Das Boot ist aus Müll. Wir brauchen mehr Müll, um dafür zu sorgen, dass es nicht sinkt. Ei, großartig. Jetzt hol es zurück und wirf es in das Loch. Ach, Scheiße. Zu Beginn des Spiels Müll eingesammelt und jetzt tue ich es schon wieder. Hab ich echt? Hab ich es schon immer getan. Schmeiß den Müll das Loch runter zu den... Ah, flick das Leck, Matrosen! Perfekt, dann lass uns ablegen. Habe ich am Anfang des Spieles? Ja, die anderen. Holy shit! Habe ich am Anfang des Spieles Müll gesammelt? Scheiße. Ich habe dieses Schiff die SS Todesfahrt genannt. Das überleben wir nie, Matrose. Ja, werden wir auch nicht. Du vielleicht nicht. Ich kann einfach respawnen. Das stimmt. Das Flaggschiff ist beschädigt. Ja. Müll. Easy. Fantastisch. Die Jungs werden uns im Handumdrehen flott kriegen. So, komm. Jetzt müssen wir aber mal hier die Gegner töten, die uns hier zu schaffen machen. Und unser Schiff stark beschädigen. Was gar nicht mal so cool ist. So, lieber mal damit aufhören. So, na ja, gut. So, das Schiff ist nicht mehr ganz super. Deswegen schieße ich den da oben erstmal ab. Ja, ja, easy. Kommt ja. Kann ich das hier vielleicht reinwerfen? Das wäre super. Ja, nice. Hier mal ein paar. Ja, mal. Holy shit. Ja. Nein, ja, gut. Boom. Yes. Da werden wir alles mitnehmen, was hier ist. Können wir das Schiff bitte reparieren? So. Was sammeln die dann da oben? Okay, ich kann das ja oben gut sammeln. Oh, yes. Oh nein. Nein! Ich bin gleich tot. Warte. Lass ihn dahin werfen. Was muss ich hier machen? Oh. Ja. Jo. Ja, kommt.
bin in Arbeit. Weit in Arbeit. So, so. Wow. Wir müssen unser Schiff erstmal da lassen. Zack. Das werfen wir hier hin. Oh, naja, so. Easy. Das mach ich doch eben. Meine liebe Dame. Ups. Jetzt soll ich da nah am Boot bleiben und trotzdem die Dinger aufmachen oder was? Ja, easy. Weil wir das Boot mit Schrott hinten, den ich gefunden habe. Ich wiederhole, mich fliegt diese Lex. Noch mehr. Wie weit müssen wir dann fliegen? Ach, fliegen. Segeln. Scheiße. Keine mit. Oh nein. Ja, ja. So. Muss ich erstmal eben darauf achten, dass ich... Fuck, wo sind die? Das Boot nicht explodiert. Jetzt... Okay, Musik ist wieder da. Meine Güte, wo sind die denn? Ich bin mich voll auf die Nerven. Ja. Agafia stirbt gleich, wenn es nicht zu Ende wäre. Oh ne. Schwinger. Was sind drei Teufels nach? Hey! Eine Bestie am Himmel! Oh Mist, sie haben Flügel! Es sind Drachen! Drachen! Wir sind verloren! Nee. Hau ich ja. Was tue ich aber? Die. Dann kann ich den am besten abwerfen. Abschießen. Okay, den. Der ist gut. Was ist mit dem hier? Ups. Der ist so gut. Also der ist schnell tot. Ja. Töte sie alle und wir können weiter. Einmal mehr sind wir sicher. Ich hab mal hier hin. Wir werden diese Insel umschiffen müssen. Wir werden. Wo ist noch einer? So, es geht die ganze Zeit weiter jetzt. Die Feinde fallen. Und steigt empor. Ja, so in etwa. Mal wieder hinwerfen, reinwerfen. Meine ich natürlich. Hier ist doch schon alles gemacht hier. Hier ist doch schon alles. Locker gemacht. Hier ist irgendwo. Da oben sind die. Oh nein. Da sind die. Die, ich weiß nicht, wie die heißen. Scheiße, ich kann die von hier nicht angreifen. Also springen jetzt auf die ganze Zeit. Ah ja, geschafft, gut. So, ich würde sagen, ich sammle jetzt nochmal die hier auf. Werf die, wo ist unser Schiff? Hol uns etwas Müll herbei. Ja. Geht gar nicht auf die Nerven. Das wird uns vorerst über Wasser halten. Wir brauchen dennoch mehr. Ich werde immer mehr sammeln. Automatikwaffen-Upgrade. Easy. Und das auch mal in den Schlund werfen. Werden. Nur noch mehr als die Hälfte. Um einiges mehr als die Hälfte. So. Das Flaggschiff ist beschädigt. Hol uns gute Arbeit. Immer weiter so. Wir sind so löchrig wie ein Käse. Dann haben wir noch eine Kamera. Gut. Ist weg. Wie weit müssen wir denn noch? Das ist ja der Shit. Ich dachte, wir so ein paar Meter nur. Dann gehen wir durch. Was? Hier ist eine offene See. Wir müssen wahrscheinlich bis da vorne hin. Weitere Drachen greifen an. Schieß sie vom Himmel
Da ist ein Drache. So einen habe ich schon getötet. Fliegende Bestien in Kartenhaft. Wie wär's mit Schwinger? Okay, töte die Schwinger! Nein, ey! Schwinger soll mich aber nicht töten. Ich kann die Schwinger so nicht töten. Merke ich jetzt. So, eine Mülltonne nehme ich hier noch mit. Dann werfen die einmal in den Schlund. Moment. Das können wir überlegen. Nehmen wir es eben von da vorne mit. Wir müssen sowieso hier lang. Okay. Und, come on, Kobe. Kobe. Ich habe mich getroffen. Ich habe komplett gar nicht getroffen. Wo ist Natal jetzt? Ist jetzt weg. Das finde ich unfair. Dann gehe ich mal da vorne hin. Nein. Wir nehmen. So. Hier drauf. Dann nochmal hier rüber. Dann nochmal grinden. Und dann easy reinwerfen. Ja, ja, ist in Planung. Ist alles in Planung und muss so. Jetzt fällt mal da drauf. Mal tot. Zack. Und abschießen. Ja. Ich dramatisiere das aber auch, ne? Beziehungsweise überdramatisiert. Meine Güte, was ist denn los? Er ist auch. Ach nein. Nein, was hatte er? Sag mal so. Boom! Bam! Oh nein. Ah. Come on. Was haben wir noch für Waffen? TNT-Teddykopf. Der ist super gut. Stufe 2. Der kann jetzt sogar einen Perk drauf holen, oder? Stufe 2. Ah, ich kann einen Perk drauf holen. Ja, kein Perk, ein Overcharge. Die Jungs werden uns im Handumdrehen flott kriegen. Was war's denn nochmal? Irgendwie was. Auf jeden Fall. Und was heißt Gefecht beendet? Wir sind hier noch lange nicht fertig. Wir müssen noch ein paar Kilometer, beziehungsweise da vorne hin. Oh, warte, da vorne haben wir schon wieder so einen. Mehr Müll für das Loch. Ja. Schon wieder sammle ich Müll. Das muss eines dieser thematisch übergreifenden Elemente sein. Das wird uns vorerst über Wasser halten. Wir brauchen dennoch mehr. Ja. Wie gesagt, in Arbeit, aber erst musst du den hier töten. Mit einem TNT-Teddy. Noch nicht? Gerade eben. Jedenfalls heißen die jetzt so. Ganz offiziell. Du kannst es nicht mehr ändern. Töte sie! Genau, Schwinger. Und TT. Yo! Yo! Yo, yo, yo! Ganz ruhig. Alles wird gut. Wir haben es fast geschafft. Ja, muss nur eben die Schwinger töten. Und vorher erst das Boot reparieren. Mann. Meine Güte. Meine Güte. Die SS Todesfahrt macht bald eine Todesfahrt. Such uns neuen Müll. Holy shit. Ich muss mal eben. Geht immer weg. Gute Arbeit, immer weiter so. Wir sind so löchrig wie ein Käse. Warte. Leute, ich versuche jetzt nicht sie zu töten. Versuche jetzt erstmal da ganzen Schrott reinzupacken. Soweit wie es geht. Nein. Ah! Gute Arbeit. Dankeschön. Jetzt kann ich hier nochmal abschießen. Das sind Fisco-Sensoren. Hoffentlich bemerken sie uns nicht und wir werden mit dem Rest des Mülls hinausgespült. Und ich sterbe gleich. Lebensformen an Bord. 100% Abfall. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über Brimpin gesagt habe.
Diese Müllverkleidung ist echt genial. Ich bin gestorben. Komm wieder zurück, das Schiff wird angegriffen! Nein! Das Schiff fährt ohne mich los! Nichts als Müll. Totaler Mist. Unbrauchbarer Schrott. Ja, wir haben's verstanden! Okay, wir sind beim Schiff. Wir sind aus Sunset City raus. Erfolg! Du hast den Müll wegtragen lassen. Das ist schon seit Menschens Gedenken ein bewährter Fluchtplan. Adios, Fisco. Du kannst mich mal Sunset City. Hallo, Freiheit. Sam? Hilfe! Fisco beseitigt gerade alle Beweise! Welche Beweise? Uns! Wir sind die Beweise! Wir müssen dann. Und wie wir los müssen. Und zwar hinaus aufs offene Meer. Wir müssen zurück. Bist du irre? Meine Freunde brauchen mich. Quatsch, denen geht's gut. Wir sind gerade durch die Hölle gegangen, um hier rauszukommen. Warum sollten wir zurückgehen? Bevor das alles losging, trieb ich einfach durchs Leben. Hab nie was ernst genommen. Dann kam die Horrornacht und... Das klingt total bescheuert, aber... Mein Leben hat erst mit dem Ende der Welt wirklich begonnen. Und deswegen gehen wir zurück. Und wenn ich Nein sage? Es war so klar, dass er jetzt alle Waffen rausholt. Es war einfach so klar. Der Dirty Harry ist eine Waffe mit einem hohen Schaden und gut geeignet gegen größere Feinde. Der Dirty Harry. Wir wissen ihn alle. Die Pflicht eines Helden. Fisco hat eine neue Offensive gegen die Überlebenden in Sunset City eingeleitet. Rette deine Freunde, bevor es zu spät ist. Nun gut, Landratte. Wenn du deine Freunde retten willst, solltest du dich zur Basis der Bushido-Truppe aufmachen. Sofort! Alles klar. Sofort heißt in der nächsten Folge, wenn es dir gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.